Herzlich willkommen zu Abseits der Fußball Talk. Wir begrüßen euch zur 8. Folge. Heute wieder mit dabei Thomas Schöpfer, Beidar Maliyetzen, Ali Inan und Şeref Topal. Wir haben heute einen Stargast hier, Roberto Hilbert. Und wir werden einfach ein paar Fragen an dich stellen bezüglich deiner Karriere, deinen Zukunftsplänen. Und ja, fangen wir direkt an, Roberto Hilbert. Deine Karriere hat ja als Profi in Greuther Fürth angefangen. War das für dich ein leichter Schritt, dann die Entscheidung zu treffen, nach Stuttgart zu wechseln? Ja, in der Situation, ja. Ich war ja 2 Jahre in Fürth, bin da zum Profi mehr oder weniger gereift. Mhm. War zu der Zeit so einer der größten Talente, die in der 2. Liga gespielt haben. Sollte eigentlich ursprünglich erst nach Bielefeld wechseln damals, war eigentlich schon fast fix. Und dann rief der VfB Stuttgart an, beziehungsweise in dem Fall Armin Fehr und Horst Held. Ja, dann war die Entscheidung für mich eigentlich relativ klar, den Schritt nach Stuttgart zu machen. Genau, ihr habt ja dann auch direkt Champions League gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind Deutscher Meister geworden. Deutscher Meister und dann noch die Champions League. Genau, ja. Und ja, da kann man schon von einer steilen Karriere auch reden, wenn man ja, zuschlägt. In der Saison war es natürlich klar. Ich bin als Zweitligaspieler in die Bundesliga gewechselt, habe alle 34 Bundesligaspiele gemacht, alle DFB-Pokalspiele. Wir sind direkt Deutscher Meister geworden, DFB-Pokalfinale gespielt, leider verloren. Ich bin in dem Sommer A-Nationalspieler geworden. Es war schon erfolgreich, aber auch ein bisschen viel im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. Und was mich noch interessieren würde, war das dann auch ein Riesenunterschied, so sage ich mal auch vom Umfeld von der 2. Liga zur 1. Liga? Ja, wir sprechen ja über Stuttgart und Greuther Fürth im Vergleich. Ne? Ich meine, Greuther Fürth ist es letztendlich heute immer noch sicherlich ein konstanter und beständiger Zweitligist, wo ich, muss ich auch dazu sagen, immer noch mein Herz dran hängt, weil ich einfach auch gute Erinnerungen daran habe. Immer noch sehr gut mit dem Präsident befreundet bin. Okay. Und klar, Stuttgart ist eine der wirtschaftsstärksten Städte Deutschlands. Da ist eine ganz andere Infrastruktur, eine ganz andere Blick. Ja. Wir haben auch in der Saison war auch letztendlich das Ziel für den Verein, die letzte Saison oder die Saison davor ein bisschen vergessen zu machen, weil die nicht so erfolgreich war. Und wir hatten einen super Kader, haben damals auch die ersten Mexikaner, die jemals in der Bundesliga gespielt haben, bekommen. Und ja, war auf jeden Fall, wir haben am Anfang Neuland, aber dann relativ schnell zurechtgefunden. Ja, hast du dich auch relativ schnell eingefunden sozusagen und. Ja, mit den Schwaben kommen wir ganz gut. Ich glaube, in der Saison, wo du bei Stuttgart gespielt hast, wurde ich glaube bei der Zeitschrift Kicker zum besten Rechtsoffensivspieler gewählt, genau, oder? Genau. Kann man auch gleich erwähnen. Oder ist auch eine Sache. Sehr gut vorbereitet, unser Experte mal wieder. Ich habe einige Fakten. Roberto. Beidar Maliyetzen, hast du vielleicht noch eine Frage? Ja, mich freut es jetzt erstmal. Recht herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Danke. Jetzt bin ich nicht der Einzige, der wo mal Profi war am Tisch. Jetzt sage ich mal, wie ich jetzt ungefähr in meinem Level ist. Aber die Kollegen hier, die meinen ja, ich habe keine Ahnung. Aber wie soll ich sagen, es ist eine echt super Karriere. Ja. Dann hast du auch natürlich in meinem Verein gespielt, Beşiktaş. Großer Beşiktaş, was auch viele Türkei meinen, nicht großer Verein zu sein, aber er selber hast es erlebt. Ich würde gerne da ein paar Worte von dir hören, wie groß der Verein ist. Und dass man auch viel sagt, dass die Zuschauer, die Kulisse einer der besten in Türkei ist. Das, ich weiß es, aber meine Kollegen hier, die wissen es nicht. Du hast auch in vielen anderen Stadions erlebt. Ich denke, das hast du schon einen Unterschied. Absolut, ja, ich sag mal so, das ist
Ich darf natürlich auch jetzt nichts Falsches sagen, werde ich auch nicht, weil es nichts Falsches gibt, über den Verein zu sagen. Ja. Also ich persönlich, für meine persönliche Karriere war es jetzt nicht, geht nicht nur, also nicht nur direkt, weil es Beşiktaş war, sondern generell für mich der Schritt in die, ins Ausland, was Neues kennenzulernen, neue Kultur, neue Religion, andere Alltags Umgebung und so weiter, dann in so einer Metropole wie Istanbul, war natürlich für mich persönlich nicht nur als Spieler, sondern vor allen Dingen als Mensch und für meine Familie auch ein Schritt. Erfahrung zusammen. Also ich habe gefühlt, ich sage immer, ich habe 3 Jahre in der Türkei gespielt, habe ungefähr 6 Jahre Erfahrung mitgenommen. Mhm. So, weil einfach viel erlebt hat. Ne? Ich meine, Beşiktaş ist einer der traditionsreichsten Clubs, die es gibt in der Türkei, muss man einfach so sagen. Neben den 2 anderen großen Vereinen. Fenerbahçe. Die lauteste Kulisse Europas, vielleicht weltweit sogar, glaube ich. Ich hatte noch das Vergnügen, im alten Innenstadion zu spielen. Ja, ja. Wir haben da viele Schlachten geschlagen und viele gewonnen, auch einige verloren und bin Pokalsieger da geworden. Es war schon auch eine erfolgreiche Zeit. Eine erfolgreiche Zeit, aber auch nicht nur aufgrund der Titel oder aufgrund der Spiele. Wie gesagt, für mich war es fast noch nicht wichtiger, aber die Erfahrung war schon oder ist Gold wert einfach. Auf der menschlichen Ebene. Absolut. Auch, was kennenzulernen und auch seinen Horizont zu erweitern. Noch eine kurze Frage noch. Istanbul, ich habe selber in Istanbul gelebt und Fußball gespielt. Zwar nicht erste Liga, aber zweite Liga. Istanbul, Fußballer sein und Fußballer spielen in dem Verein, das ist ganz anders wie hier. Absolut, ich, ja, absolut. Es ist eine große Aufgabe. Der Druck ist größer, auch von den Medien her. Ja, man muss das ja, wenn man das klar ist, das ist eine ganz andere Mentalität. Das ist immer das Erste. Das Zweite ist, wenn man hier in Deutschland das vergleicht, unsere große Tageszeitung zum Beispiel, plus das größte Sportmagazin in einem, gibt es dort gefühlt 40 Mal jeden Tag. So. Ja. Und der Kontakt zwischen Journalisten und Spielern ist natürlich in der Türkei nicht so gegeben wie hier in Deutschland. Hier hast du öffentliches Training. Da kommen die 2-mal die Woche, fangen dich mal kurz ab für 2-3 Sätze und in der Türkei hast du halt gar keinen Kontakt. Mhm. So, und dann sind natürlich, muss man auch dazu sagen, viele Dinge, die dann geschrieben werden, die erfunden sind oder irgendwelche, ich habe zum Beispiel auch Zitate gesagt, wo ich den Journalisten nicht mehr kenne, so ungefähr. Mhm. Ja, das musst du halt, ich habe es verstanden, wie es in der Türkei läuft, ich habe es auch angenommen. Und ich glaube deswegen auch war's für stolzerweise zu sagen, oder kann ich sagen, dass ich mir auch wirklich einen sehr, sehr guten und großen Namen gemacht habe. Das auch der Schritt dann in Türkei war, deiner Meinung nach, warst du zufrieden mit dem? Absolut, ja. Also für mich, wie gesagt, sportlich bei so einem Verein zu spielen, sowieso. Und wie gesagt, auf der menschlichen Ebene war es für mich, Stand heute, das Beste, was ich machen konnte. Super. Danke. Schalt auf Topal und dann Thomas Schröpfer mit den Fragen. Meine erste Frage ist, erstmal würde ich dich natürlich auch recht herzlich begrüßen. Das ist natürlich für uns eine große Ehre, einen gestandenen Profi und Star, Nationalmannschaft, alles Mögliche. Natürlich will ich erstmal mit den traditionsreichen Derbys anfangen. Kannst du da mal ein paar Worte verlieren, weil die sind ja sehr hitzig immer in der Türkei. Ja, das ist natürlich ist was Besonderes, halt, ne? Ist was Spezielles. Ich habe schon oft gesagt, jedes Derby schreibt so seine neue Geschichte. Man muss ja den ganzen Verlauf zum Derby muss man sich halt, muss man einfach mal beschreiben. Sag jetzt mal, du hast einen Spieltag, eine Woche später spielst du ein Derby, ist das letzte Spiel gespielt von dem Spieltag davor, ab dem Zeitpunkt wird nur noch über das Derby gesprochen. Und dann hast du in jeder Sportsendung hast du rechts oben den Countdown, der die Zeit runterläuft bis zum Anpfiff. Jeden Tag werden gefühlt, keine Ahnung wie oft, ich habe glaube ich bei League TV ungefähr 540 Derbys gesehen von den letzten 20 Jahren ungefähr. Und es ist halt, man sieht halt einfach, dass die Menschen das leben. Und ich sage immer, in der Türkei wirst du nicht einfach Fan. Du wirst dahin erzogen halt, ne? Also du wirst da reingeboren. Und wenn du halt, sagen wir, ganze Familie ist Beşiktaş-Fan und einer ist Faner, dann bist du halt das schwarze Schaf so in der Familie. Es ist einfach nur mal so, das muss man halt wissen. Ja. Und das muss man auch respektieren und dann kann man auch eine schöne Zeit haben in der Türkei.
Ja, der Fußball hat natürlich in der Türkei eine ganz andere Bedeutung wie hier in Deutschland. Genau. Also die Leute leben das ja auch richtig aus und ist anders, auf jeden Fall anders. Und kannst du dann auch die Emotionalität dann nachvollziehen? Weil das geht ja auch mal noch extremer zur Sache. Absolut, ja. Unter den Fans. Absolut. Also ich meine, ich muss mich nur an das letzte Derby gegen Fenner im Innenstadion zurückerinnern, wo wir in der letzten Sekunde durch Holstein 3-2 gewinnen. Was da halt los war. Das ist, ich habe gedacht, wir haben irgendwie gegen das Triple gewonnen, so ungefähr. Es war halt, es ist, ja, wie gesagt, die Menschen dort, die sind mit Leib und Seele, mit ihren Tränen, mit ihrem Schweiß, mit ihrem Herz, mit ihrem Blut dabei. Und ja, es ist, ich will hier nicht in Deutschland alles schlecht machen, weil das will, die Fans sind auch dabei und leben das. Und, aber es ist einfach eine andere Mentalität, es ist einfach nur so. Ich auch leider auch zurückgegangen. Also man mag die letzten ein, zwei Jahre an. Auch die Zuschauerzahlen haben deutlich abgenommen in der Türkei. Aber ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen was dazu mit dem neuen Ticketsystem und so, glaube ich. Und die Preise sind einfach zu. Ja. Dann würde ich also noch, wie gesagt, du hast ja gesagt, man, es geht ja gleich nach dem Spiel, sagen wir mal, du hast gegen Karabük gespielt und gleich einen Tag später geht's los. Wie bereitet man sich da untereinander vor auf das Derby? Das würde mich noch sehr interessieren. Ich sag mal so, ich bin ein Spieler, klar, es sind das alles besondere Spiele, aber ich sage immer, am Ende des Tages will ich jedes Spiel gewinnen, ist mir scheißegal gegen wem. Nein. Und ich bereite mich auf mein Spiel so vor, wie ich das immer tue. Und wenn das gegen einen Stadtrivalen ist oder gegen einen anderen Gegner, dann ist das so. Und ich denke, man sollte klar das ernst nehmen, keine Frage. Das könnte natürlich dann auch hinten raus nicht so schön werden, aber nichtsdestotrotz geht man ins Stadion, auf den Platz und will jedes Spiel gewinnen, da ist das völlig egal gegen wen. Ein bisschen heißer ist man schon. Ja, natürlich, klar, wenn man da, weißt du, wenn du vom Tessis rausfährst und da stehen hunderte von Leute mit Bengalos und du kommst ans Stadion und du merkst einfach diese Hitze. Du merkst die Hitze und es ja, nicht nur Hitze, wenn es nur Hitze wäre, dann wäre es okay. Es ist schon fast am Überkochen, dann ist es natürlich klar eine andere Atmosphäre, ist keine Frage, aber letztendlich sage ich immer, als Spieler musst du einen kühlen Kopf bewahren und auf den Platz gehen und dein Bestes geben. Und das hast du auch sehr gut gemeistert, meiner Meinung nach. Da gibt es ja auch andere Beispiele in der Türkei, die das zu sehr an sich rangelassen haben und dann auch daran gescheitert sind. In der Absolut, Türkei. Ja. Meine letzte Frage noch. Dankeschön. Letzte Frage. Wer hat die für mich sensationelle Idee gehabt, dich Rechtsverteidiger zu machen? Weil ich Bernd Schuster. Absolut, ja. Sehr gut vorbereitet, Ali. Bernd Schuster und man muss auch dazu sagen, Taifun Havucu war da auch mit involviert, weil damals unsere zwei Rechtsverteidiger sich im Derby gegen Fenner in Kategorie verletzt haben und eine Woche später, oder drei Tage später, glaube ich, haben wir, meine ich, Europa League gespielt. In Rapid Wien, meine ich, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und der Taifun meinte, du kannst das doch auch spielen. Ja, und dann habe ich das gut gemacht und ab dem Tag war ich dann von ganz vorne ziemlich nach hinten gerutscht, aber gut. Bist du froh, diese Position jetzt zu spielen? Liebst absolut, du sie, ja. Absolut, ja. Also ich kann das. Also ich glaube, ich kann sie sehr gut spielen. Okay. Ja, klar. Bin ich überzeugt. Die Position ist ja jetzt auch sehr erweitert in den letzten Jahren geworden. Ja, ist ja nicht mehr nur rein Rechtsverteidiger, wie man es von früher kennt. Ne? Du musst alles können im Endeffekt. Und ich bin davon überzeugt, dass ich das kann. Das ist immer so, nicht jeder, der wohl jetzt auf einer Position startet, der endet auch um die richtig, genau. Ende der Karriere beim Schweinsteiger oder sowas, der damals rechts außen gespielt und dann ist er ein gestandener Sechser geworden. Absolut, ist, ja. Von dem her kann man das... Nicht ganz so schlecht. Thomas Schröpfer, deine Fragen? Erstmal nochmal herzlich willkommen auch von mir. Habe jetzt noch nicht so viel zu reden gehabt. Ja, weil ich jetzt nur eine Frage mal, was mich so wirklich interessiert, so was so emotional eigentlich ein schönerer Moment war. Die Deutsche Meisterschaft 2007 mit Stuttgart, was ja eigentlich, wenn man Bundesligaspieler ist, so das klar. Größte ist. Oder in der Türkei eine ganz andere Fußballmentalität, der Pokalsieg 2011 mit Beşiktaş. Kann man das überhaupt vergleichen? Was war da emotional schöner gewesen? Auch mit, ja, schwer mit zu sagen, Feiern, sowohl als Fans auch. Dann auch so, das ist sowohl, ganz andere, ja, ist schwer zu erklären. Weil, ich sag mal so, wenn du halt bei Beşiktaş spielst, erwarten das die Leute, dass du diese Titel holst in der Liga oder national. In Stuttgart war es halt einfach so, dass wirklich kein Mensch damit gerechnet hat. Ja. So, und wir haben halt... wir hatten eine sehr gute Mannschaft damals. Wir haben aber, wenn du halt den Verlauf siehst, wir haben, glaube ich, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, 9 Spieltage vor Saison 1 oder 10 haben wir auf Schalke 4-1 verloren.
Wir waren, glaube ich, 9 Punkte hinter Schalke damals. Und haben dann die letzten 8 oder 9 Spiele alle gewonnen und haben in Bochum 3-2 gewonnen und Schalke verliert auf Dortmund mit 2-0. Wir sind auf einmal Erster. So, und dann war die Stadt erstmal so, oh, okay, jetzt kann es eng werden, ne, so ungefähr. Und dann gewinnst du das Ding und ich meine, wir haben das ja gesehen, wie wir am Ende des Tages dann diese Meisterschaft gefeiert haben. Da waren 250.000, 300.000 Leute in der Stadt. Ob das Ordnung, oder Securities oder Polizei, die wussten ja nicht, wo hinten und vorne ist im Endeffekt. Ja, mein weißes Hemd, das ich anhatte, das war nicht mehr weiß am Ende des Tages. Ja, das war halt überraschend. Wir sind halt, wenn der FC Bayern Meister wurde, ist es was anderes. Es ist halt da einer deutscher Meister geworden, der halt nicht beim FC Bayern spielt oder wo halt nicht FC Bayern. Das ist halt auch so ein bisschen was Besonderes. In der Türkei war sicherlich auch absolut Weltklasse, dass wir diesen Pokal geholt haben. Ich war am Ende des Tages, glaube ich, mit der Glücklichste, weil ich, glaube ich, den dritten Elfmeter verschossen habe und die Legende Rüschte mich am Ende des Tages gerettet hat und ich für 5 Minuten kurz in mein Leben bangen musste. Kein Spaß, aber nee, es war, wir sind da auch, wir haben in Kayseri das Finale gespielt, wir sind da hin und da waren 40.000 Beşiktaş-Fans halt. Ne? Und dann auch, wie wir nach Hause geflogen sind und so, das war, ja, das sind Emotionen, die man nicht vergisst und da kann man wirklich, also ich bin sehr, sehr stolz darauf. Ja klar, man kann es nicht so wirklich vergleichen. Du bist halt auch damals direkt nach Stuttgart gekommen und dann bist du gleich Meister. Ja, erste Saison, was alle Spiele gemacht, als Zweitligaspieler gekommen. Es gibt nichts Schöneres als Fußballspieler. Ich glaube, als einzigster Spieler beim VfB Stuttgart, der alle Spiele abgespielt hat. Genau. Sehr, sehr gut vorbereitet. Er ist top vorbereitet. Damit kommen wir auch zu dir an, deine Fragen. Ich komme eher zu kniffligeren Fragen jetzt erstmal. Und zwar, also Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Mich interessiert jetzt, du als Spieler warst jetzt schon in der Türkei, hast die Erfahrung gemacht. Du kennst auch die Gegebenheiten hier in Deutschland. Ab dem Sommer, was ist da für dich so, was kommt in Frage? Türkei, Fragezeichen, ich glaube USA war mal. Ja, es waren so viele, es war ja, kann ich ja ehrlich sagen, ich war ja eigentlich schon kurz, oder ich wollte im Winter jetzt schon den Verein wechseln, weil einfach meine Situation im Moment nicht die ist, nicht befriedigend ist und nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Ich bin es gewohnt zu spielen und war halt jetzt die letzten 6, 7 Monate nicht der Fall. Wie auch immer, ich denke, es liegt letztendlich auch auf der Hand, dass es in Leverkusen nicht mehr weitergeht über den Sommer hinaus, was absolut verständlich ist, auch von meiner Seite. Ja, wir werden sehen. Im Moment ist, ja, ich meine, es ist jetzt Februar, es ist keine Bewegung in irgendeine Richtung. Man weiß es noch nicht, was im Mai passiert. Das ist jetzt diplomatisch, wie du dich äußerst. Ich kann dich verstehen, weil ich war oft in deiner Situation. Du zum ersten Mal. Hat auch was mit Trainern zu tun und andere Sachen. Ich kann dich verstehen, die Jungs wissen es zwar nicht so, ja. Weil wir... Wenn man höher spielt, dann ist es halt ganz anders. Das hängt halt nicht immer nur von deiner Leistung. Nein. Aber mich, Entschuldigung, mich interessiert eher jetzt die Tendenz. Kannst du dir erstens A vorstellen, wieder in die Türkei zu wechseln? B, wie wäre die Wahrscheinlichkeit? Ich kann, also A kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen, weil ich, wie gesagt, aufgrund meiner letzten Station bei Beşiktaş, die 3 Jahre, die ich da war. Wie gesagt, nur Positives. Meine Familie ist gefühlt alle 2 Monate in Istanbul, okay. Weil die einfach da, vor allem meine Frau, sehr gerne da ist. Okay. Zum Teil, weil viele Freunde da sind, auch beruflich. Absolut kann ich mir das vorstellen. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es so ist, wie gesagt, das ist, ohne diplomatisch sein zu wollen, einfach im Moment... Ja, kann ich das nicht sagen, weil es im Moment einfach keine Bezeichnung ist. Es ist einfach zu früh im Moment, es ist Ende Februar, es ist einfach keine Bewegung. Wir sind mitten in der Saison und ich bin immer noch ein Teil der Mannschaft von Bayern 04 Leverkusen, bis mein Vertrag endet. Und bis dahin werde ich alles geben für den Verein, egal in welcher Situation ich stecke und was dann, wie gesagt, ab Mai, Juni passiert. Wird man da sehen. Darf ich noch Kayseri, ganz kurz noch, Kayseri spielt eine riesen Rückrunde, Roberto. Guten Trainer. Ja. Ich wäre doch mal eine schlechte Idee, oder? Ja, wie gesagt, klar, das sind alles. Wir haben nur was gehört. Wo man sich mit beschäftigt, klar. Ich habe, wie gesagt,
auch mein Management, die sind einfach viele Jahre, seit 20, 25 Jahren in dem Geschäft, die haben ihre Augen überall und wir werden das auch zu gegebener Zeit dann auch ausdiskutieren, was das Bestmögliche ist für mich. Und dann da war der Anfrage da. Also meine Heimatstadt ist ja Kreisliga. Also ja. Transfertechnisch gibt es aber noch eine Möglichkeit, weil ich denke, meiner Meinung nach, das habe ich auch schon vorher gesagt, dass der Roger Schmidt, Roger Schmidt, meiner Meinung nach, der Stuhl ja wackelt. Es kann ja auch jetzt ein neuer Trainer kommen, der dich behalten möchte und du trotzdem noch bleiben kannst. Die Möglichkeit ist da. Ja, das sind Sachen, ja? Damit beschäftige ich mich jetzt im Moment nicht. Aber diese Spekulation. Ich habe keine Ahnung. Dann ist die Frage, wenn der Trainer dich behalten wollen würde in Leverkusen, würdest du dann bleiben wollen, oder? Wie gesagt, das sind alles so Sachen, wie man dann am Ende des Tages Makulatur. Da muss man sich, ich meine, es geht ja nicht nur darum, irgendwo Fußball zu spielen. Ich verdiene natürlich auch mein Geld damit. Ja, klar. So, das sind alles Sachen, die man am Ende des Tages auf den Tisch legen muss, mit meinem engeren Kreis, sprich Management, meiner Familie. Ja. Da muss man einfach gucken, was im Gesamtpaket das Beste ist und dann werden wir sehen, was passiert. Logisch. Ist der FC Bayern ein Thema für dich? Auf dem Playstation. Nee, weil wir zwei vor allem und auch Bayern im Teil sind FC Bayern-Fans. Bist du Başakşehir schon sehr stark? Ja, wir brauchen jetzt nicht alle verraten. Wie gesagt, das sind alles, das haben wir alles auf dem Schirm. Vor allem hört man vom türkischen Fußball jetzt nicht gerade immer nur Positives. Ja, das sagt ja selber, ist gerade türkischer Fußball, ganz ist gerade sehr wackelig. Leider, ja. Alles da. Mich würde noch, wenn ich da interessieren, bist jetzt 32? Richtig. Plan so erst A, wie lange willst du noch ungefähr Fußball spielen? Das ist schwer zu sagen bestimmt, aber du hast dir bestimmt einen Plan gemacht. Und B, was hast du dir für einen Plan gemacht für die Zukunft, so nach dem Fußball? Also Fußball spielen werde ich so lange, bis mein Körper mir das Signal gibt, jetzt geht es nicht mehr. Wenn ich Stand jetzt, so wie ich mich fühle, spiele ich glaube ich noch bis 40. Mhm. So fühlt sich mein Körper im Moment an. Ich bin topfit, ich bin auf dem physischen Top-Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen. Was danach kommt, ja, gibt es auch 1, 2, 3 Optionen, die ich auch schon, sei es mit meiner Frau, aber auch mit meinem Management und auch mit meinem engeren Freundeskreis diskutiert habe. Das ist im Moment gerade so am Wachsen, so am Entstehen. Ich glaube, Mode war da. Ja, das ist das Business meiner Frau, hat ja ein eigenes Modelabel. Mhm. Mit dem Shop in Köln und auch online vertreten. Das ist eher ihr Part. Ich will natürlich auch irgendwann mal selber was, vielleicht irgendwas selber machen, selbstständig werden oder irgendwo mit einsteigen. Das sind alles so Sachen, wo ich mir jetzt langsam Gedanken darüber mache, aber noch nichts. Vielleicht Trainer machen? Trainer, ist auch mir. Ich würde, ist klar, ich sage mal so, ich behaupte von mir, ich habe sehr viel Ahnung vom Fußball. Mhm. Das ist ja logisch. Was ich mir auch generell gut vorstellen kann, nicht nur aufgrund meiner Fußballkenntnis, sondern auch, weil ich auch mit Kindern zum Beispiel kann, so Jugendfußballtrainer oder solche Geschichten. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen, ich mache mir jetzt schon länger ein bisschen Gedanken darüber, das ist alles ein bisschen so jede Richtung, was könnte am besten sein, wo so, wie würde der Weg verlaufen, wenn ich da hingehe? Wie würde der verlaufen, wenn ich da hingehe? Das ist gerade so ein bisschen am. Weil du hast ja auch sehr, sehr viel Erfahrung, auch im Ausland. Absolut. Mit vielen Trainern, verschiedenen Trainern. Sehr viel. Das ist alles ein Vorteil für einen Fußballer, der später dann auch als Trainer, Fußball tätig ist. Ja, viele Eindrücke hat. Ne? Ja. Ich habe deututsche Trainer, türkische, spanische, was auch immer, portugiesische, ich habe viele verschiedene, nicht nur Fußballtrainer, auch was im Fitnessbereich oder Co-Trainer, wie auch immer. Da nimmt man natürlich viel mit und klar, Erfahrungswert ist oder der Erfahrungsschatz ist sehr, sehr, sehr groß. Trainertechnisch, dadurch, dass du ja viele Trainer gehabt hast, was ist deiner Meinung nach, welcher Trainer, wo du gesagt hast, der ist richtig, richtig gut? Boah, da gibt es einige. Ich sag mal so, ich habe immer aus jedem so alles ein bisschen rausgezogen. Ne? Ich habe. Einer meiner Förderer in Fürth zum Beispiel, Benno Müllmann, mit dem habe ich ein super Verhältnis gehabt. Der hat klar auf seine Art und Weise ein bisschen verrückt, aber auch sehr viel Fachkenntnis gehabt. Mhm.
Bernd Schuster war auch ein guter Trainer, war sehr ein ruhiger Genosse, aber sehr viel, sehr fachlich auch große Kompetenz gehabt. Ja, gab es viele, ob das in Stuttgart, Türkei, egal wo, waren Leute, die der eine konnte das ein bisschen mehr, der andere das. Es ist von jeder jedem was Gutes und was jeder seine Stärken und Schwächen und im Grunde genommen mit allen eigentlich immer gut ausgekommen. Aber ich kann nicht sagen, der war der Beste oder der war nicht so gut. Es war. Aber gibt es natürlich, wie in meiner Karriere, gibt es natürlich immer einen, der schlecht ist, der richtig schlecht ist, wo man dann sagt, hey, wie kann der jetzt trainieren? Ich glaube, da wissen wir wieder, was es dabei glaub, ja, wirklich. Ja, aber ich glaube, da wissen wir wieder nennen würde. Nein. Was? Nein, aber es ist, ja, klar, ich habe auch meine Meinung zu, auch negative Meinung bei Trainern, die ich hatte, die ich aber gerne für mich behalten habe. Ali, du hast noch was? Ja, und zwar, wir haben letzte Woche darüber diskutiert, und zwar Zweifachbelastung für die Profis. Wir selber können es jetzt nicht beurteilen, wir spielen zwar in der unteren Liga. Wenn wir mal mittwochs und samstags spielen, das ist für uns super, weil wir nicht trainieren wollen. Wie sieht es bei euch aus? Weil es kommt ja wieder immer wieder in den Raum geschmissen, oh, Zweifachbelastung, und das ist schlimm. Also wie siehst du das so als Also Profi? Ganz kurz noch, gerade wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem amerikanischen Sport, NBA, die haben ja teilweise 3 bis 4 Spiele in der Woche. Richtig. Und da ist ja die Belastung eigentlich ähnlich. Und da stellt sich uns immer die Frage, also es ist für uns halt unverständlich, weil wir halt eben nicht im Profisportler sind. Wie ist das? So ja, es ist natürlich klar. Ich meine, man muss... Ja, es ist klar, NBA oder so Sachen, klar, die haben auch eine hohe Belastung. Mhm. Wir spielen allerdings nur 48 Minuten. Stimmt. Okay. So, das ist das eine. Die können permanent wechseln. Das kommt noch das dazu. Die haben mehr oder weniger fliegenden Wechsel. Das kommt auch dazu, ohne das jetzt klein machen zu wollen. Okay. Klar, wenn du alle 3-4 Tage spielst, Samstag, Mittwoch, Samstag, ist anstrengend, auf jeden Fall. Also, für mich persönlich ist es oft, oder ich meine, ich bin es gewohnt seit vielen Jahren, ich kenne es nicht anders. Zum Glück muss man dazu sagen, dass es nicht anders ist, weil ich spiele lieber auch, wie ich trainiere, muss ich auch dazu sagen. Ich finde oft, für mich persönlich sind oft die Reisen schlimmer wie die Spiele, weil du halt immer, wenn du jetzt, sagen wir mal, du spielst samstags auswärts Bundesliga, bist Freitag weg, kommst Samstag nachts zurück, hast Sonntag wieder Training. Mittwoch spielst du, fliegst du irgendwo durch Europa, fliegst einen Tag vorher, kommst einen Tag später, bist 3 Tage unterwegs und so weiter. Es bleibt vieles liegen auf jeden Fall. Du verlierst viel Kraft. Deine Familie hat ein bisschen weniger von dir zu Hause. Ja, ist das Schwierige da eher die physische Belastung oder die psychische Belastung? Weil das physische immer aufs Spiel vorbereiten wahrscheinlich. Und ich glaube, so alles so ein bisschen. Also, ich sage immer persönlich, für mich, wenn du auf dem Niveau spielen willst, dann musst du damit auch klarkommen. Das ist das eine. Körperlich, wie also physisch wie auch psychisch. Mhm. Klar, irgendwann bist du aber einfach auch am Ende der Saison mal an einem Punkt, wo es dann einfach mal gut ist. Mhm. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn du jetzt zum Beispiel auch einen guten, großen und gleichwertigen Kader hast, wo du dann auch immer mal wieder rotieren kannst, Spielern, die vielleicht ein bisschen mehr spielen, ein bisschen Pause geben kannst. Aber nichtsdestotrotz, klar, es ist schön, wenn du Champions League spielst, wenn du Bundesliga spielst und so weiter und so fort. Aber das kostet einfach. Das hat dich ja auch immer stark gemacht, denke ich. Jetzt ist meine Meinung in deiner Karriere, du warst sehr zweikampfstark, laufstark. Und zum Beispiel in der Saison bei Stuttgart offensiv warst du ja auch. Also hast du ja, auch das ist halt auch Beitrag mein Spiel, auch, ich komme halt auch mehr über die Physis halt. Ne? Also ja. Das ist so meine Stärke auch. Darüber hinaus war ich auch ein bisschen kicken. Und ja, wie gesagt, jedes Spieler ist halt auch anders, aber ich mache das mit viel körperlicher Fitness. Das tut natürlich auch was. Ein Profi, der merkt das ja auch selber. Der kann seinen Körper dementsprechend auch. Das kannst du uns ja danach sagen. Robert, jeder, ist mir gerade eingefallen, das würde ich gerne dann den anderen Stars, wenn wir noch haben, auch noch fragen. Du als Rechtsverteidiger musst ja auch. Hast Champions League gespielt in der Nationalmannschaft und hast ja natürlich gegen Weltstars gespielt. Wer hat dir da die meisten Sorgen gemacht? Probleme gemacht? Gibt es viele. Also ich habe. Wen kannst du rausstechen vielleicht? Ja, gut, klar. Ich habe das Glück gehabt, gegen Ronaldinho zu spielen.
Ich muss sagen, das okay. ist für mich, nicht so, also für mich generell einer der besten Spieler aller Zeiten. Es waren viele, es war jetzt Neymar dabei, es war Ribéry, Douglas Costa, wie die alle heißen. Das sind alles Spieler, die enorm oder unglaubliche individuelle Fähigkeiten haben. Und da musste ich schon viel, viel Energie investieren, um gegen die Spieler auch dann zu bestehen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich das persönlich immer ganz gut gemacht. Okay, und dann hätte ich noch die letzte Frage, dann bin ich echt fertig. Du hast ja meinen Helden noch mitgekriegt, Alex de Souza. Wieso hatte man so Angst vor dem als Verein? Weil er unberechenbar war. Der war Wahnsinn. Also ich muss dazu sagen, Alex war für mich einer der effektivsten Spieler, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Ich kann mich nur erinnern, einmal in den 75 Minuten habe ich gedacht, ich spiele mit einem Mann weniger. Und am Ende des Tages stand es 4-2 für Fenner und 3 Tore Alex de Souza. Ich habe ihn geliebt. Ja. So, und das ist halt, ich glaube 250 Tore in der Liga geschossen oder so, glaube ich. Also, glaub, so extreme Werte, ja. Er hat auch in der beste Scorer aller Zeiten, wie auch immer. Absolut top Mann. Muss ich als Karakartal anerkennen. Auch als Respektsperson, absolut. Immer korrekt. Ich sehe in deinen Augen, Ali, wieder, dass du eine brennende Frage hast. Frage diesmal nicht. Ich will nur eine Aussage tätigen, und zwar: Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ich dich nächstes Jahr in der Türkei spielen sehen darf. Einfach in den Raum geworfen. Wieso Türkei? Wie kommt ihr auf Türkei jetzt hier? Vielleicht noch eine Frage von mir. Generell jetzt der Fußball in Deutschland und in der Türkei, das sind jetzt zwei Fragen. Wie siehst du die Entwicklung jeweils in den Ländern? Deutschland ist natürlich im Moment eine der besten Liga weltweit. Nicht nur vom sportlichen, einfach auch von der ganzen Infrastruktur, wirtschaftlichen Aspekt. Also gerade wenn man auch die jungen Spieler sieht, wenn man anfängt von Stadien von der ersten bis zur teilweise dritten Liga, hast du Top-Stadien, die sind in der Regel immer voll. Du hast super Leistungszentren mittlerweile, du hast ein mega Angebot an jungen Spielern, du hast mit Sicherheit, ohne dass ich es genau weiß, aber ich gehe mal davon aus, vieles, was nachkommt, auch noch in Zukunft. Wenn du allein bei uns siehst in der Mannschaft, du hast Spieler wie Kai Havertz, 17 Jahre alt, Benny Hendricks, 19, Julian Brandt, 20, Jonathan Tah, 20. Das sind alle Spieler, die sind noch jung. Ja. Die kommen in den nächsten 2-3 Jahren. Dann sind die in Anführungsstrichen erstmal aus der Schiene Talent raus, aber haben schon 200 Bundesligaspiele. Ja. Und da eben die Frage, siehst du die Entwicklung eher positiv oder kann das auch für die jungen Spieler gerade in Zukunft auch ein Problem werden, wenn die wirklich schon so früh gehypt werden? Ja, es kommt natürlich auf jeden individuell auch drauf an, ne? Wie er selber vom Charakter ist, was für ein Background er hat, wie er auch körperlich imstande ist, das auch zu leisten. Klar, wenn du mit 17 Profi bist, dann bist du mit 30 schon 13 Jahre Profi, da hast du schon ein paar Kilometer gemacht. Ja, das ist schön. Und sicherlich körperlich auch schon ein bisschen was aushalten müssen. So ist das, ja. Ja, man will sehen, was die Zukunft bringt. Türkei, ich bin froh, ehrlich gesagt, dass die Türkei es endlich geschafft hat, diese Ausländerregelung abzuschaffen, ja. Weil ich glaube, dass das der Liga nur gut tun wird. Ja. Weil einfach aufgrund, wie ich in der Türkei gespielt habe, bestand die Ausländerregelung noch. Ja. Man hat einfach gemerkt, dass gerade die türkischen Spieler sich nicht weiterentwickelt hatten, weil sie einfach immer die Sicherheit hatten, keinen Grund hatten, ich muss mich verbessern. Ja. So, und jetzt ist halt einfach, hat sich das Blatt gedreht und die müssen halt jetzt. Und man merkt jetzt halt, dass die Türken hinterher sind, keine und guten Spieler sind, ganz ja, einfach, und halt nachlegen müssen. Und so schaut es aus, ja. Ich denke aber trotz alledem, dass das sich in den nächsten Jahren dann auch wieder ändern wird. Ich hasse die Liga zurzeit, aber. Also man muss es auch ehrlich sagen. Kann man nicht anschauen. Das Niveau, also wir schauen ja jetzt auch regelmäßig die Spiele, das Niveau muss man halt auch einfach sagen. Auch die Top-Spiele, da fehlt auch momentan die Brisanz, die Schärfe auch. Ja, ich habe auch ein paar Derbys gesehen. Die spielerische Klasse einfach.
Ja, sicherlich ist da noch viel Luft nach oben, aber ich glaube schon, dass die das in nächster Zeit das auf jeden Fall verbessern. Die nächsten 2-3 Jahre ist sowieso sicher der Maisfisch. Das schaut so aus. Da sind wir einer Meinung. Schaut so aus, muss man zugeben. Schaut so aus. Ich habe im Augenblick gesehen, Thomas Dorf. Genau, ihr habt auch noch was. Das hat jetzt nicht unbedingt jetzt das mit Fußball zu tun, aber wie war das bei euch immer zu den Auswärtsspielen und sowas? Wie seid ihr da immer eigentlich gereist? War das immer Flugzeug oder auch Zug oder sowas? Weil der FC Bayern, weiß ich jetzt, die fliegen überall hin. Und was mich da auch noch interessieren wird, weil andere Kollegen haben so die Meinung, dass eigentlich Bayern sich auch nicht mal eigene Flugzeuge chartert, sondern einfach normale Linienflüge auch nimmt zu irgendwelchen Auswärtsspielen. Wie war das bei euch so jetzt? Also es kommt immer drauf an. Also nach der Meisterschaft, weil ich ja auch ein großer Verein gewesen. Wie war denn das? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Bayern in einem normalen Linienflug jetzt zu einem Auswärtsspiel kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, oder sowas. Gesagt, aber oder wie war es bei euch? Wie seid ihr immer so gereist? Also wir sind zum Beispiel in Fürth gespielt, sind wir alles deutschlandweit mit dem Bus abgefahren. Das glaube ich ja jetzt, so, aber jetzt so bei Stuttgart. Das einfach so Flugzeug war da... Ja, weil ich sehe schon enorme Kosten für so einen Verein, wenn du dir einfach für jedes Auswärtsspiel so ein eigenes... Ja, es kam immer drauf an, halt, ne? Dadurch, dass Stuttgart ein relativ gutes Einzugsgebiet hatte, was Gegner anbetrifft, sind wir vieles mit dem Zug gefahren auch. Also meistens mit dem Zug einen Tag vorher hin, dann mit dem Bus zurück. Dann so, klar, Spiele Berlin zum Beispiel, sind wir dann mit dem Flieger gegangen. Aber schon separater oder eigene? Nee, war immer teils. Also wir sind oft mit dem Charter, mit so kleinen Chartermaschinen geflogen, aber auch, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, selten mit einer Linienmaschine. Ja. Yeah. Aber das ist auch immer von Verein zu Verein unterschiedlich. Also hier in Leverkusen sind wir auch mit der Linienmaschine geflogen. Okay. Und aber auch halt immer, kommt immer drauf an, wenn du hast du ein Auswärtsspiel, 3 Tage später wieder ein Auswärtsspiel, dann willst du relativ schnell wieder zurück, dann fliegst du mit der Chartermaschine. Es ist immer so wie die Planung halt aus. Das hat mir jetzt echt gewundert, weil auch bei Bayern hat halt gehört, dass die halt... Also ich persönlich fahre immer lieber mit dem Zug, weil das am angenehmsten ist. Okay. Aha. Das hätten wir es gehabt. Das war gerade von meinem... Da gibt es auch den besten Butterkuchen. Super. Vielen Dank, Roberto Hilbert, für deinen Besuch und danke nochmal für die Tickets. War ein nicht so erfolgreiches Spiel für euch, leider Gottes. Hätten gerne einen Sieg von euch gesehen und einen Einsatz von dir natürlich. Vielen Dank auch an Erkan Martin an dieser Stelle, der uns diesen Weg eigentlich ermöglicht hat, dich hierher zu holen. Danke nochmal an dich und damit beenden wir das mit dir. Wir werden bei den Türkei das Spielen sehen. Können wir dazu schon. Vielleicht sehen wir dort das neue Bears TV-Ding. Das wäre wahnsinnig.